Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die 18 Neuzugänge aus dem Oktober an. Ja, 18 neue Bücher sind bei mir eingezogen und ich kann so viel schon verraten, ich habe nicht ansatzweise so viel gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade beim 13., 14. Buch bin, aber es werden auf jeden Fall keine 18 werden, obwohl die erste Oktoberwoche mit dem Urlaub tatsächlich ganz gut gestartet hat. Aber die Urlaubswoche ist auch, ich glaube, an 4 oder 5 Neuzugängen sozusagen schuld, aber dazu dann natürlich im Video mehr. Es sind 8 haptische Bücher eingezogen, 3 E-Books und 7 Hörbücher. Das heißt, zumindest das Ziel, so ein bisschen 50-50 mit haptisch und digital zu bleiben, ist relativ gut geglückt. Und darüber freue ich mich auch besonders. Und ja, 18 Bücher, sind auch schon ein paar davon gelesen. Zu den Gelesenen werde ich nicht ganz so viel sagen, weil das werdet ihr ja dann voraussichtlich nächste Woche im Büchermonat schon sehen. Ich habe auch erst überlegt, ob ich vielleicht die gelesenen Bücher auch ans Ende der Neuzugänge packe und dann eben nur ganz kurz zeige, im Sinne von, da gibt es im Büchermonat mehr. Könnt ihr gern mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee vielleicht irgendwie so fändet. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man vielleicht zuerst den Lesemonat macht, damit man die Neuzugänge irgendwie nicht, oder die Neuzugänge es irgendwie nicht spoilern, aber ich glaube, am Ende ist es wahrscheinlich ja, total egal. Aber schreibt mir gern mal, ob ihr vielleicht sagt, okay, die gelesenen Bücher kommen ja dann sowieso bald nochmal, also in der Regel ja eine Woche später in dem Video, da wollt ihr vielleicht in den Neuzugängen nicht ganz so viel Ausführliches und schreibt das gerne mal. Ja, alle Bücher packe ich unten in die Infobox, auch mit einem Link, wenn ihr da weitere Infos möchtet. Ich kennzeichne dort auch alle Rezensionsexemplare oder wenn ich irgendwie ein Buch von irgendwo gesehen habe, verlinke ich da in der Regel die Videos oder YouTube-Kanäle oder so auch und schaut da gerne mal vorbei. Ja, die ersten 2 Hörbücher habe ich mir bei BookBeat geholt, denn ich habe sie auch in den Urlaub direkt mitgenommen. Und zwar ist das der 1. und 2. Teil der Because It's True-Reihe von Kelly Moran. Ren ist 1000 Momente und von Kira Moon ist ein einziges Versprechen. Und beide Bücher habe ich auch im Urlaub gehört und werde dementsprechend dann auch im Büchermonat mehr davon erzählen. Von beiden Autorinnen habe ich schon andere Bücher gelesen und war sehr gespannt auf diese Kurzgeschichten. Insgesamt ist es eine 4-teilige Reihe. Ich sage jetzt mal, dass mir die ersten beiden nur so okay gefallen haben, habe ich aber dann auch nicht mehr weitergehört. Auch das nächste Buch wurde im Urlaub über BookBeat gehört, und zwar Das Glück ist mit den Realisten von Oliver Borgman. Von dem habe ich ja 4000 Wochen erst letztens gehört und das war ja für mich wirklich ein Highlight und auch ein Hörgenuss. Da könnt ihr, glaube ich, gerne im September vorbeischauen, da war das mein Hörgenuss. Und ich war super gespannt auf das nächste Buch, weil ich schon den Titel super spannend fand. Und auch hier kann ich schon mal verraten, es kommt natürlich im Büchermonat und es war auch tatsächlich ein Hörgenuss. Zwar noch nicht im Oktober, aber wer weiß, vielleicht dann im November mal sehen. Aber ich werde im Büchermonat drüber sprechen. Wir hatten eine 7-stündige Startverspätung am Flughafen, weil unser Flugzeug repariert werden musste, noch in Ägypten, bevor es dann nach Deutschland geflogen ist. Und wir haben einen Gutschein bekommen über, ich glaube, 12 oder 13 Euro für die Verspätung, hätten uns da was zu essen holen können. Aber was machen Bücherratten? Nein, sie kaufen sich nichts zu essen, sondern ein Buch. Und zwar It Happened on One Summer von Tessa Bailey, so frisch und modern wie eine Netflix-Rom-Com. Mich hat das Cover sehr, sehr, sehr angesprochen. Es gab auch schon den 2. Teil, der hier noch gar nicht abgebildet ist. Der war, glaube ich, in einer etwas helleren Farbe, genau, in so einem Türkis. Der ist mir nämlich als erstes über den Weg gelaufen und ich glaube, ich habe 2 Euro noch drauf gezahlt. Genau, ich glaube, 12 Euro war der Gutschein, 14 Euro war das Buch. Jeder Sommer hat eine Geschichte. Ja, Piper ist ein Hollywood-It-Girl, doch sie landet wegen einer außer Kontrolle geratenen Party im Gefängnis. Und dann reißt ihrem Stiefvater auch der Geduldsfaden und er dreht ihr den Geldhahn ab. Und so muss sie im kleinen Küstenort West Point, wo ihr weiblicher Vater aufgewachsen ist, ja, da muss sie jetzt im Grunde hin und dort dann in der Bar der Familie auch arbeiten und sich drum kümmern. Und sie ist aber noch keine 5 Minuten dort. Da kommt der krummelige, muskelbepackte Fischer Brandon ihr in die Quere und sie glaubt eben, dass sie gar keinen Tag durchhält. Doch dann hat sie es satt, von allem für eine dumme Blondine gehalten zu werden.
Und ja, so versucht sie dann eben alle davon zu überzeugen, dass sie doch was auf den Kasten hat. Und gerade auch, ja, Brandon will sie das beweisen. Es klang humorvoll, sommerlich und hat mich tatsächlich sehr, sehr schnell angesprochen. Und dementsprechend durfte dieses Büchlein dann auch mit. Eigentlich war noch so der Plan, es vielleicht im Urlaub zu lesen. Ich war dann im Urlaub aber durchaus mit meinen haptischen Büchern beschäftigt. Ich habe ja auch einiges gehört und habe dann auch noch einen Thriller oder einen Spannungsroman als E-Book dazwischen gepackt, deswegen ist es nicht zum Zuge gekommen. Ich würde das jetzt wahrscheinlich einfach mal für den nächsten Frühling, Sommer aufheben und dann würde es auf jeden Fall passen. Und ja, so ist dann auch dieses Buch bei mir eingezogen. Ja, schon vor meinem Urlaub habe ich bei Tauschticket ein Buch angefordert, was dann in meinem Urlaub auch nach Hause gekommen ist. Und zwar die Rebellion von La Terre, das ist der erste Teil einer Dilogie von Jessica Brody und Joanne Randall. Das ist damals vor 2-3 Jahren, glaube ich, rausgekommen, war auch seitdem auf meiner Wunschliste. Und ich weiß gar nicht, warum ich es damals gar nicht neu besorgt hatte. Ja, 2019, sind sogar schon 4 Jahre. Und ja, hatte mich immer wieder angesprochen. Ich glaube aber Rebuy und Medimops war es irgendwie nicht erhältlich. Und so habe ich jetzt bei Tauschticket ja einen kleinen Schnapper gemacht. Ja, drei junge Menschen, ein Planet im Chaos einer blutigen Revolution, ein gemeinsames Schicksal. Und ich glaube, es ist eben so eine Neuinterpretation von Les Miserables, wie sie es noch nie erlebt haben. Diese packende Geschichte hebt einen Klassiker in die Sterne und direkt in ihr Herz. Klang einfach super spannend und der zweite Teil ist auch schon erschienen. Ja, sie sind die Kinder einer sterbenden Welt. Die Diebin Chatin, die jeden Tag in den schmutzigen Straßen ihres Heimatplanetens La Terre ums Überleben kämpft. Marcellus, Offizier der Regierung und Sohn eines Verräters und Alouette, die in einer unterirdischen Zuflucht lebt und sich nichts mehr wünscht, als herauszufinden, was ihr Vater von ihr verbirgt. Als das Schicksal die drei zusammenführt, ist nur eins gewiss, die Zukunft von La Terre wird von ihren Entscheidungen abhängen und davon, was sie zu opfern bereit sind, Liebe oder Freiheit. Ja, ich habe mich früher sehr gerne so ein bisschen mit der Geschichte Frankreichs beschäftigt, nicht nur was König Ludwig den 14. und 16. angeht oder Marie Antoinette, natürlich dann eben auch über die Französische Revolution und ich kenne auch von Les Miserables, ich glaube, 3 Verfilmungen und habe mir das auch schon mal im Theater angeguckt, was ich richtig gelungen fand und dementsprechend bin ich sehr gespannt auf diese Neuinterpretation und was mich hier so ein bisschen erwarten wird. Als Rezensionsexemplar ist Auf 4 Pfoten zur Erleuchtung eingezogen von Gary Heath, ein Hund, der Buddha und der Sinn des Lebens. Ich lese sehr gerne Bücher aus dem Lotus Verlag. Ich glaube, da ist dann auch ein zweites Buch aus dem Verlag noch bei mir eingezogen und ich war sehr happy, als ja hier die Rezensionsanfrage auch positiv bestätigt wurde. Ein neugieriger Vierbeiner auf den Spuren Buddhas. Alles begann damit, dass Herrchen jeden Tag in seinem Zimmer verschwand und mit geschlossenen Augen auf einem Kissen saß. Meine Neugier war geweckt. Eigentlich will der kleine Spaniel nur ergründen, warum sich sein Herrchen plötzlich so seltsam verhält. Doch dann stolpert er unversehen mitten hinein in die rätselhafte Welt des Buddhismus. Die gilt es weiter zu beschnüffeln. Und so nimmt uns der Vierbeiner mit auf seine Suche nach den Geheimnissen von Glück, Gelassenheit und Erleuchtung. Mit Hilfe seiner nasenweisen Halbschwester findet er heraus, was Karotten mit Achtsamkeit zu tun haben, dass Meditation auch einen unruhigen Hundegeist zur Ruhe finden lässt und wie liebevolles Mitgefühl zu Katzen gegenüber alles verändern kann. Ein bezauberndes Lesevergnügen, das die Essenz buddhistischer Weisheit vermittelt und auch uns Zweibeinern den Weg zu Glück und Zufriedenheit weiß. Und wie ihr wisst, beschäftige ich mich sehr gerne mit dem Buddhismus und ich fand ja unter anderem zum Beispiel auch die Katze des Dalai Lama richtig gelungen, die Reihe, wo uns eben die Katze des Dalai Lama sozusagen durch den Buddhismus führt. Und ich erwarte mir so ein bisschen was Ähnliches, natürlich schon anders, es ist einfach ein Hund. Und ich bin auch gespannt, ob wir wirklich die Geschichte so aus seinen Augen erzählt bekommen. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Buch und finde auch das Cover sehr, sehr gelungen. Was haben wir hier noch? Ach, so ein Hund. Ja, finde ich auch total süß. Scheinbar sind hier auch so ein paar Bilder mit drin. Ja, aber nur so vereinzelt. Ja, bin ich sehr neugierig und sehr happy, dass dieses Buch bei mir vom Verlag eingezogen ist. Ja, ein Buch, das ich mir von einem Gutschein gekauft habe. Ich habe im August oder September einen 40-Euro-Gutschein für die Thalia bekommen und habe mir das erste Buch, ja genau, das zweite kommt später, habe ich mir von TJ Klune ja, aus Sternen und Staub geholt mit einem wirklich sehr schönen Buchschnitt in diesem Farbverlauf von Pink über Rosa über ja Lila bis zu, ja im Grunde so ein Dunkelblau. Richtig, richtig schön. Ich bin ein bisschen verwundert,
warum das Buch auf einmal ein Hardcover ist, denn sonst ist T.J. Klune ja eigentlich eher in broschierten Ausgaben da gewesen, zumindest mit den drei vorhergehenden Büchern, wo ja auch zwei im Regal stehen. Und ich habe dieses Buch auch schon gelesen, dementsprechend werde ich gar nicht so viel dazu verraten, außer dass es ja leider nicht ganz den Erwartungen entsprochen hat, was vielleicht daran liegt, dass Aus Sternen und Staub vor Mr. Parnassus erschienen ist. Also ursprünglich ist die Geschichte, glaube ich, schon aus 2018 oder 2019, also tatsächlich 2-3 Jahre früher erschienen, genau 2018, im Deutschen jetzt 2023 und Mr. Parnassus müsste ja 2021 gewesen sein. Und dementsprechend, ja, finde ich, merkt man das so ein bisschen an. Aber ich fand das Cover wieder super ansprechend. Und das Schöne am Hardcover war, dass man diesen blöden Bestseller-Stempel abziehen konnte, was man ja auf der letzten Broschüre oder auf den letzten beiden Broschüren nicht konnte. Ja, also irgendwas hat das Bücherherz dann schon glücklich gemacht. Aber ja, dazu dann mehr natürlich im Büchermonat. Das nächste Hörbuch ist mir als Rezensionsexemplar auch zur Verfügung gestellt worden, und zwar das neue Buch von Julia Dippel, der Auftakt einer Trilogie, nämlich die Sonnenfeuer-Ballade-Reihe, finde ich einen wunderschönen Titel, und ja, der Haupttitel des ersten Bandes heißt es dann A Song to Raise a Storm. Manchmal reicht ein Funke, um einen Sturm zu entfachen. Hat mich so ein Hauch an Panem erinnert, aber dann klingt der Klappentext doch überhaupt nicht irgendwie in diese Richtung. Wir haben Städte, Siedlungen und Straßen, die den Menschen gehören. Die Wälder jedoch sind das Reich der Guide, der magischen Wesen. So will es das umstrittene und streng durchgesetzte Friedensabkommen. Aber Sinta pfeift auf diese Gesetze. Halb Mensch, halb Guide muss sie sich ohnehin mit dem Misstrauen beider Welten herumschlagen, besonders mit dem der Wakar, einem dunklen, magischen Volk, das die Einhaltung des Friedensabkommens erbarmungslos überwacht. Als eines Tages ein Schneesturm aufzieht und Sinta gezwungen ist, in einem menschlichen Gasthof Schutz zu suchen, ändert sich für sie alles. Denn in dem eingeschneiten Dörfchen ist ein Mord geschehen. Und ausgerechnet der gefürchtete Anführer Wakar ist gekommen, um ihn aufzuklären. Mit Sinta im Sturm gefangen, wirft Arisander nun jedoch nicht nur ein Auge auf ihre ganz speziellen Fähigkeiten. In A Song to Raise a Storm öffnet Julia Dippel die Pforten zu einer bildgewaltigen Fantasy-Welt mit vielschichtigen Wesen, gefährlichen Intrigen, einer prickelnden Liebesgeschichte und einem blutigen Mordfall, dessen Aufklärung Sinta und Arisander mehr kostet, als sie bereit sind zu geben. Ich freue mich auf die bildgewaltige Fantasy-Welt, auf die vielschichtigen Wesen, auf die gefährlichen Intrigen und auf den blutigen Mordfall. Ob ich jetzt wirklich wieder eine prickelnde Liebesgeschichte gebraucht hätte, sei dahingestellt. Aber gefühlt gibt es ja sehr selten nur noch Fantasy-Geschichten, die ohne irgendetwas Prickelndes auskommen, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde. Aber ich bin sehr neugierig, ich freue mich auf das Hörbuch, bin auch hier sehr erfreut, dass ich es über NetGalley zur Verfügung gestellt bekommen habe, und ich denke mal, dass es jetzt auch im November spätestens gehört wird, und da bin ich sehr, sehr, sehr darüber gespannt. Das nächste Buch ist ein E-Book, was ich euch hier einblende, und zwar The Pumpkin Spice Coffee von Laurie Gilmore. Ja, ich bin gerade im Gilmore Girls Fieber, und dieses Buch ist mir auf BookTube, ich glaube, erst bei Buchling Janine aufgefallen, dann habe ich es noch bei jemandem gesehen, und dann hat auch eine Freundin davon erzählt, dass sie es, glaube ich, aktuell liest oder vorhat zu lesen, und ich habe erst noch mit dem echten haptischen Buch überlegt, habe es mir dann aber für 7 Euro als E-Book geholt, weil ich den Preis einfach unschlagbar fand. Ich finde das Cover aber richtig, richtig schön. Ich glaube, es gibt noch keine Ankündigung für das deutsche Buch. Es gibt aber im Englischen auch schon den zweiten Band oder auch einer, der bald kommt. Und mich würde ja super interessieren, wer hinter dem Pseudonym Laurie Gilmore steckt. Also erinnert natürlich an Laurie und Lorelei, aber eine Laurie Gilmore, also finde ich schon sehr cool. So diese Anspielung dann natürlich auch auf die Gilmore Girls. Ja, wir haben als Jeannies Tante ihr das beliebte Pumpkin Spice Café in der kleinen Stadt Dream Harbor schenkt, ergreift Jeannie die Chance auf einen Neuanfang, weg von ihrem sehr langweiligen Schreibtischjob. Logan ist ein örtlicher Bauer, der dem Klatsch von Dream Harbor um jeden Preis aus dem Weg geht, aber Jeannies Ankunft bringt Logans Alltag durcheinander und er will nichts mit dem irritierenden, fröhlichen neuen Mädchen zu tun haben, außer dass er sich aus unerklärlichen Gründen zu ihr hingezogen fühlt. Wird Jeannies unbeschwerte Einstellung den mürrischen, aber wunderschönen Logan überzeugen,
Oder hat dieses Stadtmädchen die einzige Person in der Stadt gefunden, die nicht ihrem Charme oder ihrem Kürbisgewürz verfallen wird? Das Pumpkin Spice Café ist ein gemütlicher, romantischer Krimi für Fans von Gilmore Girls mit einer mürrischen Sonnenschein-Dynamik, einer Kleinstadtkulisse und ja, natürlich auch ganz viel cozy Gefühlen. Ich bin mega gespannt, auch wie das Englisch sein wird in diesem Buch, ob ich damit zurechtkomme. Ich habe ja noch einige Bücher hier unten, ja, auch auf meinem englischen Sub sozusagen. Aber hier finde ich es jetzt einfach passend. Ich wollte es eigentlich noch in der letzten Oktoberwoche lesen, habe ich dann aber nicht unterbekommen. Aber ich denke auch, im November kann man noch so ein bisschen Herbstgeschichten lesen, bevor dann die Winter-Weihnachtsgeschichten starten, wo ich ja auch einiges auf dem Sub habe. Aber da freue ich mich richtig sehr drauf. Ja, aktuell am Lesen bin ich beim Auftakt der Misfits Academy von Adriana Popescu. Ist mir ebenfalls als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden aus dem CBJ Verlag, als wir Helden wurden. Wunderschöner Buchschnitt. Nicht, dass man mich unbedingt, ja, sagte, sie hat diesmal 3 Bücher mit Buchschnitt. Unbedingt, für mich bräuchte es das nicht unbedingt, aber wenn er da natürlich so schön ist, dann sage ich natürlich auch nicht nein. Also gefällt mir richtig, richtig gut und da bin ich sehr gespannt, wie mir jetzt noch der weitere Verlauf der Geschichte gefallen wird. Ich habe alles von Adriana gelesen, bis auf ein Buch, nein, 2 Bücher, den zweiten Teil ihrer Krimi-Reihe als Adriana Jakob und ich glaube, ich habe auch noch einen Newman offen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube, das erste Buch, was sie als Mia Newman geschrieben hat. Aber sonst habe ich alles gelesen, zumindest von dem ich weiß, dass es von Adriana irgendwie ist. Und ich ja, musste auch unbedingt in diese Akademie-Geschichte eintauchen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Trilogie wird. Hier heißt es nur Reihe. Und ich glaube, es stand noch gar nicht fest. Also es sind 5 Teenager. Ich weiß gar nicht, ob dann der Plan ist, dass es 5 Bücher geben wird oder ob man trotzdem zum Beispiel nur eine Trilogie draus macht. Aber ja, ich kann so viel verraten. Es wird auf jeden Fall im Büchermonat Oktober auftauchen. Denn ja, ich bin, wie gesagt, aktuell am Lesen. Dann als Hörbuch ist das neuere Buch von Marie Kondo, auch über BookBeat, bei mir eingezogen. Und zwar Kurashi, der japanische Lebensstil für ein erfülltes Leben. Und auch dieses kurze Büchlein, ich glaube irgendwie so 4 Stunden und es hat gerade noch so in die 25 Stunden gepasst. Ja, mehr hätte ich gar nicht irgendwie unterbekommen. Aber ich bin auch aktuell noch bei BookBeat, da jetzt auch im oder Ende Oktober 2 Bücher erschienen sind, die ich da jetzt auf jeden Fall dann auch vielleicht im November hören möchte. Und ja, Marie Kondo ist ja bekannt für ihren Minimalismus, für ihr Aussortieren, für ihre Aufbewahrungsideen und Gedanken dazu. Und dementsprechend war ich natürlich hier sehr, sehr neugierig, was die erwachsene Marie Kondo zu bieten hat. Habe ich dann, wie gesagt, auch gehört und werde ich im Büchermonat mehr darüber erzählen. Dann ist eingezogen und der Tod fragte sich, ob er unendlich ist von Charlie Reis. Das hatte ich auch in meinen, ja, ich freue mich, Neuerscheinungsvideo für den Oktober schon erzählt. Denn die Unendlichkeit ist auch keine Lösung. Hier gab es ja während Corona einen Schreibwettbewerb und das ist, soweit ich weiß, der Siegertitel für, ich weiß nicht, ob das nur für die E-Books war oder grundsätzlich für die Geschichte. Das habe ich mir jetzt auch gar nicht weiter aufgeschrieben. Ja, es geht hier um den Tod, der nämlich einfach genug hat und ja, er muss ein Kind aus einem Kriegsgebiet abholen und muss es dann auch begleiten und es reicht ihm, er scheint unter Burnout zu leiden. Natürlich kann er nicht von jetzt auf gleich einfach so seine Arbeit quittieren, doch er beginnt zu hinterfragen, welchen Einfluss sein Erscheinen auf das Leben der Hinterbliebenen hat. Außerdem möchte er herausfinden, weshalb ihn die Menschen so fürchten, denn eigentlich ist er doch ein ganz netter Kerl mit einem feinen Sinn für Humor, der auch einfach nur seinen Job macht. Um Antworten zu finden, trifft er sich als Bondel Kramer immer häufiger mit Menschen, die auch nach seinem Besuch noch weiterleben. Und es beginnt nun eben eine Suche, bei der Bondel Beziehungen knüpft, in einem BMW Isetta die Langsamkeit wiederentdeckt und dabei, je mehr er sich mit sich selbst beschäftigt, immer näher an den Rand des Wahnsinns gelangt. Am Ende verweben sich seine anfänglichen Fragen zu einer großen, ist er vielleicht auch gar nicht unendlich. Und ich mag diese Idee sehr gerne, dass der Tod sich tatsächlich Fragen stellt. Ich fand das schon unter anderem bei Rendezvous mit Joe Black tatsächlich ganz spannend, als der gesagt hat, ich möchte einfach mal eine Auszeit nehmen und die Menschen kennenlernen und das Leben, um dann vielleicht tatsächlich etwas mitzunehmen. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Geschichte ähnlich philosophisch ist, ob sie mit diesem feinen Humor tatsächlich gespickt ist und wer wollte nicht schon immer mit einem BMW Isetta fahren.
Fände ich tatsächlich auch richtig, richtig cool. Bin ich aber bisher noch nicht gefahren. Dann habe ich ja jetzt im September ein Buch von Kara Lindon gelesen aus ihrer Cornwall-Reihe. Ich habe auch, so viel kann ich verraten, jetzt mittlerweile im Oktober den zweiten Band gelesen. Und ja, die liebe Kara Lindon hat mich dann auf Instagram angesprochen und mich gefragt, ob ich nicht ein Special-Buch aus ihrer Cornwall-Reihe sozusagen lesen möchte. Man bekommt das als E-Book, wenn man sich auf ihren Newsletter hin anmeldet. Und sie hat mir ein wunderschönes kleines Paket zugeschickt, wo eben auch dieses Büchlein enthalten war. Und zwar Porthlins 11 retten Weihnachten, ein Wintermärchen. Das ist ein wunderschönes Cover mit allen Tieren, die irgendwie eine Rolle spielen. Wir hatten ja im ersten Teil schon so ein bisschen das Katzencover. Im zweiten Teil haben dann durchaus auch schon die kleinen Pferde eine Rolle gespielt und freue mich jetzt. Ich glaube, der Hund spielt dann im vierten Teil eine Reihe und ich glaube, die normalen Pferde kommen dann auch im dritten Teil. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das erste Teil war das Katzencafé, dann kam nur das kleine Cottage mit dem Tierschutzhof. Genau, der dritte Teil ist dann die Reitschule und bei der kleinen Buchhandlung spielt dann eben auch der Hund eine Rolle. Und man kann es eben als E-Book bekommen über ihren Newsletter. Ich packe auch ihre Internetseite unten in die Infobox. Und ich habe die 71. Ausgabe von 100, auch mit einem kleinen Gruß, über den ich mich super gefreut habe. Und ich freue mich auf diesen knapp 70 Seiten hier im Grunde dann einzutauchen. Ich glaube, ich werde das tatsächlich nach dem vierten Band dann irgendwann im Dezember lesen. Es ist jetzt ja kein klassisches Buch, was man kaufen kann, aber wenn ihr daran Interesse habt und vielleicht in der Cornwall-Reihe unterwegs seid, schaut einfach mal bei dem Newsletter, dann könnt ihr dieses Buch auch als E-Book bekommen oder guckt einfach auf der Seite von Kara, da gibt es dann auch ein paar Infos dazu, weil ich das Buch selbst jetzt natürlich nicht verlinken kann. Ich wollte es euch dennoch zeigen, weil mir einfach die ersten beiden Bücher aus der Cornwall-Reihe so gut gefallen haben, dass ich mich hier freue, dass es auf jeden Fall auch noch weitergeht. Ja, wir haben hier Sammy, den neugierigen Kater aus der Buchhandlung, der das Weihnachtsfest kaum erwarten kann. Als er sich am Weihnachtsabend aus dem Haus schleicht, trifft er auf den verzweifelten Weihnachtsmann. Die Rentiere sind verschwunden und Weihnachten scheint auszufallen. Aber nicht so lange Kater Sammy und Corky Skipper ein Wörtchen mitzureden haben. Gemeinsam mit ihren tierischen Freunden suchen sie nach einer Lösung, doch immer wieder werden ihre Bemühungen sabotiert. Wird es dem Porthlins 11 gelingen, das Fest zu retten? Ein herzerwärmendes Wintermärchen für alle die im Herzen jung geblieben sind und an die Magie von Weihnachten glauben. Es klingt einfach so schön und sieht auch so schön aus. Und es gibt auch ein paar Weihnachtskarten, die sie mit beigefügt hat. Und ich sehe auch gerade, dass alle Kapitel 1 der 11 Tiere sozusagen auch im Bildchen hat. Also es ist super schön, also gefällt mir richtig gut. Also finde ich richtig toll und bin wirklich super happy. Und danke natürlich Kara für dieses für diese besondere Ausgabe, die sie mir hat zukommen lassen. Dann ging es weiter mit einem Hörbuch und zwar dem neuen Buch von John Mars und zwar The Marriage Act, bis der Tod euch scheidet. Ein Buch, wo ich tatsächlich diesmal erst so 2-3 Meinungen abgewartet habe, weil ich ja von dem letzten Buch mit The Watchers so ein bisschen enttäuscht war, während mir ja The One und das mit dem... mit den selbstfahrenden Autos, The Passengers, richtig, richtig gut gefallen hat. Auch dieses Buch spielt in dieser Near-Future-Thriller-Reihe. Also, man sollte definitiv die anderen Bücher dazu kennen, weil es baut so ein bisschen auf dieser ganzen Welt auf. Entfernt sich aber natürlich komplett von den Psychothrillern, die John Mars ich glaube, einfach bei einem anderen Verlag schreibt. Ich glaube, Heine erscheinen im Grunde immer diese Near-Future-Thriller, während die anderen ich glaube wirklich so eher Psychothriller, Spannungsromane, dann eben bei einem anderen Verlag erscheint, von dem ich gerade den Namen vergessen habe. Ja, auch dieses Buch wurde bereits von mir gehört, beziehungsweise habe ich aktuell zu diesem Stand noch knapp 2,5 Stunden. Das heißt, ich werde es im Oktober auf jeden Fall beenden und ihr dürft sehr gespannt sein, wie hier dann auch meine Meinung dazu ist. Ja, ich hatte vorhin schon von einem Thalia-Gutschein gesprochen und da habe ich mir noch ein Buch geholt, weil es mir vom Cover einfach wahnsinnig gut gefallen hat und ich hoffe, dass es ein Highlight wird. Und ich dachte, dann legst du einfach noch 6 € drauf und hast dieses Buch vielleicht als Highlight-Kandidat dann tatsächlich im Regal stehen. Es ist das neue Buch von Cassandra Clare.
Und zwar Swordcatcher, die Chroniken von Castellan, ist der Auftakt einer Trilogie, wenn ich mich nicht irre. Und ich mochte die ersten 6 Bände der Schattenjäger-Trilogie super gerne, also City of Bones und so weiter. Bin dann bei dieser Welt so ein bisschen ausgestiegen, weil es ja nur noch darin ging. Also ich habe auch die Clockwork-Reihe nicht gelesen. Ich glaube, ich habe noch das Buch über Magnus Bane habe ich, glaube ich, noch gelesen. Aber dann, ja, ich habe auch die Serie sehr geliebt und auch den Film finde ich toll. Aber hier geht es endlich mal um etwas ganz anderes. Ist es überhaupt der Auftakt einer Reihe? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Oder war das ein Standalone? Noch nie war ein Claire-Roman so clever, wendungsreich und schockierend wie dieser. Claires exzellenter Weltenbau, faszinierende Figuren. Ja, also Leigh Bardugo fand es auch toll. Und ich bin ja auch ein Leigh Bardugo-Fan. Aber ja, auch hier einen richtig, richtig coolen Buchschnitt, der mir sehr, sehr gefällt. Also ich finde wirklich richtig schön, wie man das Schloss sozusagen hier auch drauf hat. Also wirklich toll aufgemacht, auch mit einer, also ja, hier in Schwarz, hier wirklich auch mit einer wunderschönen Karte und Erklärungen, finde ich richtig toll. Und ich freue mich da, ja, mehr als drauf. Ja, ein Schwertfänger hat nur einen Zweck, statt des Thronfolgers zu sterben. Doch Kell hat keine Angst vor diesem Schicksal. Als Doppelgänger von Prinz Connor entkam er als Kind der Gosse und durfte das Leben eines Adligen am Königshof führen. Bis jetzt. Denn während das Reich auf die Vermählung des Thronfolgers wartet, entdeckt Kell eine entsetzliche Verschwörung, die sich von der kriminellen Unterwelt bis in die höchsten Adelskreise zieht. Und die einzigen, die dem Schwertfänger zur Seite stehen, sind die geheimnisvolle Heilerin Lynn und der wahre Herr über Castellan, der Lumpensammlerkönig. Und ja, ich bin super gespannt. Also es ist Fantasy der Meisterklasse und es wird geschwärmt von Holly Black und Leigh Bardugo. Ich bin sehr neugierig, was mich hier erwartet. Denn ich finde es richtig spannend, dass wir hier ja scheinbar einen männlichen Protagonisten haben, der als Double ja irgendwie für den Königssohn einhergeht, also für den Thronfolger. Und ich mag es einfach, wenn wir Fantasy haben mit Intrigen. Natürlich haben wir jetzt hier auch schon eine weibliche Nebenfigur oder Mitprotagonistin ja im Grunde präsentiert bekommen. Wahrscheinlich wird es auch eine leichte Liebesgeschichte geben, aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß jetzt aber tatsächlich gar nicht, ob es der Auftakt einer Reihe ist, weil es heißt hier nur ihr erster High-Fantasy-Roman. Also ich bin mir gerade gar nicht sicher, vielleicht ist es tatsächlich ein Standalone. Dazu dann in einem der nächsten Büchermonate auf jeden Fall mehr. Und dann geht es endlich weiter mit V.E. Schwab, denn auch sie hat etwas Neues veröffentlicht, nämlich Threads of Power, der erste Teil einer neuen Fantasy-Trilogie der Bestseller-Autorin. Es soll magisch, fesselnd und poetisch sein und genau so kenne ich den Schreibstil von V.E. Schwab. 7 Jahre sind verstrichen in den 4 Londons, wo alles begann. Im roten London, in dem die Magie allgegenwärtig ist, macht sich Unzufriedenheit breit. Es geht sogar das Gerücht um, dass eine mysteriöse Organisation mithilfe eines magischen Artefakts ein Attentat auf den König plant. Die Suche nach den Attentätern führt die Magierin Lila Bard nicht nur ins weiße und graue London, sondern auch auf die Spur einer jungen Tüftlerin, die die Fäden der Magie manipulieren kann und damit das Gleichgewicht zwischen den Welten verändern könnte. Eine großartige Reise in eine der magischsten und faszinierenden Fantasy-Welten. Threads of Power ist der heiß ersehnte neue Roman aus dem Universum von Shades of Magic, der Weltenwanderer-Reihe. Und die habe ich damals gelesen und geliebt. Und ich habe, glaube ich, in 2 Monaten alle 3 oder waren sogar 4 Bände weggesuchtet. Also ich war in dieser Welt gefangen. Ich mochte die Protagonistin. Ich mochte unseren Mitprotagonisten. Ich mochte diese Idee dieser 4 Welten, die sich alle eigentlich irgendwie ähnlich sind innerhalb von London, aber wo wir eben ja tatsächlich einmal mit Magie haben, einmal unser London haben und dann eben so diese düstere, weiße, graue Welt, die ja im Grunde ja ganz schlimm und schrecklich sind und wie die alle verwoben sind. Ich freue mich sehr, dass es in diese neue Welt, also in diese altbekannte Welt mit einer neuen Geschichte geht und bin hier wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was uns dabei erwartet und hoffe, dass ich, obwohl jetzt die Reihe ja doch schon ein Stückchen her ist, so ein bisschen ein paar Bezüge wiedererkenne und der erste Teil steht ja auch im Regal, weil es wirklich eine Highlight-Reihe war mit einem grandiosen Ende, wo ich so manche Szene wirklich noch im Kopf habe und ich das wirklich großartig gelöst fand und ich hier auch einfach sehr gespannt und neugierig bin. Dann habe ich vorhin schon angekündigt, dass ich vom Lotos Verlag noch ein zweites Buch diesen Monat zur Verfügung gestellt bekommen habe, nämlich Namaste,
Lebe lang und glücklich von Hector Garcia und Francesc Miralles. Von dem Autorenduo habe ich schon einiges gelesen und von Miralles auch den ein oder anderen Roman. Ich habe auch gleich von ihm noch ein Buch auf dem Sub. Und es ist die zeitlose Weisheit Indiens, Wegweise für eine bewusste Lebensgestaltung. Ist eingeteilt, weil ich das jetzt im November zusammen mit meiner lieben Freundin lesen werde, mit der ich auch schon das ein oder andere Miralles-Buch gelesen habe. Also ich glaube, Ikigai war ja von ihm. Ich weiß gar nicht, was von ihm noch alles so ein bisschen geschrieben wurde. Ikigai, dann auch, also alles, was so ein bisschen in diese japanische Richtung gegangen ist. Und wir waren sehr interessiert daran, was er uns jetzt eben über das Indische erzählen könnte und was da so ein bisschen seine Gedanken sind. Ja, wir haben hier die Kultur des Glücks, die Philosophie des Glücks und dann auch das Glück natürlich praktizieren und große Seelen sind wie Wolken. Ach, finde ich, das Kapitel klingt auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ja, es geht um farbenfrohe Hindu-Tempel, Ashrams, um prächtige Moscheen, bärtige Sikhs, christliche Nonnen, buddhistische Mönche und asketische Sadhus. Die Spiritualität Indiens bietet ein faszinierendes Kaleidoskop unterschiedlichster Traditionen. Die Bestseller-Autoren vermitteln die Essenz dieser Jahrtausende alten Lehren, die gerade uns westlichen Menschen wertvolle Inspiration und Orientierung bieten. Erfahren Sie, wie Sie die heilende Kraft der Mantras in sich erwecken, die Beschränkungen des Egos überwinden, Ihre Gesundheit mit Ayurveda stärken, durch Tantra in die heilige Dimensionen sinnlicher Liebe eintauchen und so zu Ihrer inneren Harmonie, Erfüllung und anhaltender Lebensfreude finden können. Voller verblüffender Erkenntnisse mit praktischen Impulsen und Geschichten, die Herz und Seele berühren. Bin ich mega, mega gespannt, freue mich jetzt drauf, das im November zu lesen und ich finde auch das Cover super, super ansprechend. Finde ich ganz toll, dass meine Freundin mich darauf aufmerksam gemacht hat und dass der Verlag so nett war, mir dieses Büchlein dann auch zur Verfügung zu stellen. Und das letzte Buch, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, ich gucke mal kurz durch. Nein, ich glaube, ich habe über alles gesprochen. Das letzte Buch ist dann auch wieder ein Hörbuch, was mir über NetGalley auch vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde, nämlich Winterküsse im Leuchtturm. Liebe, Leuchtturm und vier Pfoten ist der Auftakt einer Reihe, wo der zweite Teil auch bereits im März erscheint, von Karin Künige. Und hier bereite ich mich schon ein bisschen auf den Winter und Weihnachten vor. Also ich habe ja bereits einige Bücher noch vom letzten Jahr auf dem Sub und habe auch noch ein bisschen was auf der Wunschliste. Und dementsprechend, ja, das landet jetzt im Grunde auf jeden Fall auch auf den Winter-Weihnachts-Sub, wo ich glaube tatsächlich auch so im November mal ein Video dazu machen werde und ich sehr neugierig bin. Winterbücher kann man ja grundsätzlich vielleicht schon so ein bisschen Ende November auch anfangen, auch noch durchaus im Januar bis Mitte Februar lesen, während man natürlich mit so Büchern mit so einem Weihnachtssetting tatsächlich wahrscheinlich eher nur so ein bisschen im Dezember liest. Ich glaube, dann ist so ein bisschen diese Weihnachtsstimmung auch raus mit Heiligabend oder vielleicht auch noch bis Silvester. Aber ja, auf jeden Fall werde ich euch da noch in einem Video zeigen, was ich ein bisschen auf dem Sub habe. Ja, ein Leuchtturm als Rettung für Weihnachtsmuffel Mona. Leider wartet eine fiese Klitzeüberraschung auf sie. Endlich Urlaub. Wochenlang musste Mona im Engelskostüm neben dem Kaufhaus Weihnachtsmann stehen und sich mit Jingle Bells beschallen lassen. Doch jetzt beginnt die weihnachtsfreie Zeit. Mit einer Ladung Actionfilme im Gepäck fährt sie an die Ostsee, wo sie sich in eine Ferienwohnung im Leuchtturm gemietet hat. Nicht einmal der Schneesturm kann ihre Freude auf eine Woche ohne Glitzerdeko trüben. Umso entsetzter ist sie bei der Ankunft. Im Leuchtturm gibt es einen zweiten Mieter, Kai, und der ist ausgerechnet ein Fan von Lichterketten, Glühwein und Last Christmas. Da der Schneesturm sie beide an den Leuchtturm fesselt, müssen sich die Streithähne wohl oder übel arrangieren. Die Rettung eines verletzten Kaninchens lässt Mona umdenken. Ist Kai vielleicht doch ein kleines Weihnachtswunder für ihr Herz? Romantisch, witzig, zum Träumen und Wohlfühlen, komm mit nach Möwenitz, verlieb dich im Leuchtturm und verliere dein Herz an einen flauschigen Liebesboten. In sich abgeschlossen, mit viel Liebe und Humor, ein Wohlfühlroman zu perfekt zu Glühwein, Zimtstern und gemütlichen Leseabenden passt. Und auch der zweite Teil klingt tatsächlich richtig, richtig süß. Und so bin ich sehr gespannt, was mich hier erwartet. Das wäre ja tatsächlich so ein Buch, was durchaus so ein bisschen in die Nachweihnachtszeit passt, weil vermeintlich ist hier ja auch Nachweihnachten. Also vielleicht setze ich das so gedanklich wirklich auf die Liste für zwischen Weihnachten und Silvester und mache es mir da trotzdem noch so mit ein paar Zimtsternen und ein bisschen Glühwein. Den kann man ja durchaus auch noch im Januar trinken, gemütlich. Und das waren sie jetzt, die 18 neuen Bücher. Es ist eine ganze, ganze Menge zusammengekommen. Ich bin
froh, dass auch schon ein paar Bücher davon gelesen sind. Ich hatte ja so ein paar Ängste bezüglich der Neuerscheinungen im Oktober, dass das wirklich eine ganze, ganze Menge war. Ich habe euch da ja auch ein Video zu hochgeladen und ich glaube, so ein paar Bücher aus dem Oktober fehlen noch, unter anderem das neue Buch von Judy Kaplan. Das werde ich mir jetzt aber tatsächlich erst im November holen über BookBeat, wenn ich es dann auch tatsächlich beginnen werde. Da habe ich mich wirklich sehr zurückgerissen. Jetzt ist natürlich die Frage, zählen BookBeat Bücher überhaupt irgendwie dazu, weil man bekommt die ja nicht, man kauft die nicht, sondern man hat die ja eher zum Streamen und man hört sie halt und dann gehören sie einem ja nicht mehr, aber ich setze die durchaus dann schon auf meine Neuzugänge, wie ihr es ja hier auch erlebt habt. Das waren jetzt, glaube ich, auch 4 Bücher diesen Monat, die ich über BookBeat gehört habe. Ich hatte hier so ein Komm-Zurück-Angebot, ich glaube von 10 Cent, das ich wirklich sehr gerne genutzt habe und jetzt eben auch noch den November dazu nutze und mal sehen, vielleicht auch noch den Dezember. Das finde ich tatsächlich ganz praktisch, auch einfach mal um Dinge zu entdecken und natürlich reinzuhören. Ich bin sehr gespannt, ob eins der Bücher, wenn es vielleicht auch tatsächlich eine Neuerscheinung vielleicht war, ob das auch bei euch eingezogen ist. Also erzählt mir das super gerne in den Kommentaren oder über welches Buch ihr euch im Oktober sehr gefreut habt. Macht auch gerne schon eine Voraussicht, auf welches Buch ihr euch im November freut. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und alle Bücher, die gelesen wurden, seht ihr dann natürlich auch im Büchermonat. Also freut euch auch auf dieses Video. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Neuzugängen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.